Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Hier mit der Galaxis, da hinten im Gewitter anscheinend, weil da kommen Blitze raus. Und ja, ohne Ayela als Begleiterin, das hat nicht geklappt. Aber ich habe mir überlegt, es gibt so viele Begleiter, so viele schöne Begleiter, dass ich einfach sie ersetze, ganz ehrlich. Durch andere. Die ist nicht die einzige. Und sie ist unsere Frau. Das heißt, wir wissen ja immer, wo wir sie finden. Gar kein Problem. Was ich aber jetzt mache, ist, dass ich tatsächlich die Quests weitermache. Wirklich jetzt mal echten Fortschritt zeige. So, und da sollte ich Isabels Letter to run mir. Genau, diese Quest habe ich komplett gemacht, ohne dass ihr es dabei wart. Ich wollte nämlich sehen, ob das Quest-System auch irgendwie beeinflusst ist. Das war es scheinbar nicht. Das ist gut. Ja. Ah. Okay. Jo. Also es gibt so viele Begleiter. Wir haben ja jetzt auch schon so viele Begleiter-Mods sogar. Und ich wollte mir wirklich so ein Team aufbauen. So ein richtiges Team. So 5 Leute, die mit einem mitlaufen, finde ich nicht schlimm. Aber erstmal gehen wir zu Ranmir. Ja, ich habe ja was für euch. Ein Brief von Isabel. Ihr solltet ihn lesen. Ja. Bitte. Ach so. Ja. Ja. Wer bist du? Oh, das ist eine Prostituierte. Ja. And the second word of soul to your shot? Nein. Ich lese, speak to Greta about going to the Temple of Divinus. Ist das kein, nicht mit Marker? Achso. Okay. Find the source of power in Herbstwachtturm. Das scheint ja wahr mit Marker zu sein. Das ist gut. Da muss ich vermutlich auf den Herbstwachturm. Wo ist er denn? Ich hatte doch vorhin einen Marker. Da. Ja, ich will nicht dahin reisen, genau. Klar, ich mach das ja sonst nicht, ne? Ich klicke irgendwo drauf und danach. Nee, ich reise doch nicht hin. Ich befürchte, das ist ein Drache da. Bedeutet, es wird mir wieder ein interessanter Kampf. Der erste Drachenkampf. Oh nein, ich kenne den sogar. Den Ort hier. Glaube ich. Ja, ich erinnere mich. Na wunderbar. Okay. Ho, ho, ho. Ja, das sind diese Chaos Dragons. Oh mein Gott.
Die Frage ist, okay, das ist so ein Chaos Dragon, das heißt, der haut mich einfach nur immer wieder um. Ich würde gerne vorbei, danke. Sag mal, habe ich eigentlich immer noch wirklich legendär? Tatsache. Und die Kämpfe kommen mir so einfach vor. Es sei denn natürlich, ich bin dafür zu gut. Das weiß ich nicht. Oh! Also hier muss ich... Hallo? Das erste Mal wieder meine richtigen Kampf... Skills. Das ist schlimm. Meine ersten richtigen Kampfskills wieder auspacken. Wow. Ich bin irgendwie auf irgendeinem Kabel. Das ist ekelhaft. Ist hier nichts mehr? I thought so. Oh oh. Wieder runter, wenn hier eh nichts ist. Also weil irgendwie kommt es mir halt nicht vor wie legendär. Oh Gott. Ich helfe erstmal da hinten. Na, wunderbar. Okay, jetzt können wir uns auf den Drachen konzentrieren, glaube ich. Hallo? Oh, oh. Ich auch. Ich auch. In Schutz! Hey! Verdammt. Ich brauche noch eine weitere Fernkampfeinheit. Komm schon! Nein! Ich habe alles darauf gesetzt. Okay, nochmal. Wir haben schon. Drauf! Okay, ich muss meine Ausdauer wiederherstellen. Wäre auch vielleicht zwischendurch gut, wenn ich Eisenhaut drauf mache, dann überlebe ich ein bisschen besser. Aber er kämpft anscheinend. Er kämpft. Wir kämpfen gegen ihn. Okay. Oh oh. Komm schon. Wir haben's. Wir haben's, Leute. Puh. Das ist nie so ohne. Diese Macht. Komme ich da jetzt rüber? Hier vielleicht. Ja, perfekt. Und den habe ich noch nicht gelernt. Ja, geil. Ha, Leiden, Todeszeichen. Was ist das? Hatte ich das schon mal? Todeszeichen da. Ach.
Rüstungskraft schwächen. Das ist doch nix. Das ist doch nix. Okay, ja, das war aber noch nicht viel. Lass dir von ja. Wie auch immer. Dem Typen da das Kopfgeld geben. Wo ist der? In Mortal. Klar. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber irgendjemand putzt die ganze Zeit mit seiner Musik. Das ist nur dezent nervig. Doch, man hört es, also ich sehe es, dass man es auf dem Mikrofon hört. Ich weiß nicht, wie intensiv man das wirklich tatsächlich hört. Das ist halt extremst nervig, dass nicht nur daran, weil hier nur so Huren, so ein Assis rumlaufen. Hey! Hallo? Cool. Danke. Bring den Gegenstand zu Sergius Turianius. Wie auch immer. Ja, haltet doch einfach die Schnauze mit eurer Musik und so. Das ist so ekelerregend, wenn die Musik hören laut. Das ist wahrscheinlich wieder nur bei irgendwelchen Kuchensöhnen draußen einfach denken, ihr Auto wäre ein Disco. Meine Fresse, also richtig, ich hab nur auf solche unterekelhaften Kuchensöhne. Es ist gedämpft, aber jetzt kriege ich keine Luft mehr durch das fehlende Fenster. So. Okay. Okay. Die Halle der Elemente, da ist er. Ach, hi. Ja, danke. Yes, item you wanted. Okay. Was braucht ihr denn? Okay. Also aber nicht eine neue Quest, ne? Nein. Frage nach Ballgruß seltsamen Kindern. Okay. Machen wir das. Ballgruß. Ich weiß. Aber da. Ballgruß seltsamen Kindern. Okay, frage ich da mal nach. Das ist schön, ich liebe das, wenn diese verschiedene Kategorie endlich mal leer ist. Es ist immer sehr entspannt. Ich sehe einfach jeden Bass hier auf dem Mikrofon. Das ist so nervig von dem Typen. Am besten reingehen und in die Fresse hauen. Das ist das Einzige, was man... Das Einzige, was man bei so was machen kann. Vernünftig zumindest. Ey. Vor allem, man hört ja nichts. Ne? Ich spüre ja nur den Bass und weiß, das ist irgendwie mehr spürbar, merkbar so. Keine Ahnung. Ne, das sind auch diese Dinge, da ist es auch egal, was für Noise-Canceling-Kopfhörer man hätte. Man würde sie trotzdem hören, weil einfach dieser Bass, das ist so, ja, das ist so das Grundtiefste. Das kannst du einfach nicht isolieren, weil dann müsstest du ganz aus irgendwie mit so Anti-Schwung-Matten ausstatten. Kann man natürlich machen, ist aber vielleicht gar nicht so klug. So, Jarl. Ja, wie ich höre, gibt es Probleme mit euren Kindern?
Okay, also eine Nebenquest, eine andere, ne? Dann mache ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht für die Familienprobleme von denen verantwortlich. Das ist also nicht mein Steak, was da gebraten wird. Da kann er sich ruhig selbst drum kümmern. Okay, gehen wir mal runter. Der kurze Weg natürlich, ist ganz klar. Da haben wir ja wirklich fast alles in einem dann sogar. Was ist das hier? Levina? Daira? Moritz? Das sind alles so... Ich mag ja keine Elfen, ne? Und dieses Kind will ich auch nicht dabei haben. Nee, die sollen lieber hier rumsitzen. Das finde ich passt dann besser. Der hier, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt. Der ist auch... also ich möchte eigentlich nur weibliche Begleiter. Oh, Sexismus. Und ja, deswegen... Der Typ ist ein Kerl. Also ist klar, dass der Typ ein Kind. Also im Rahmen von so 40 Geschlechterkampagnen natürlich nicht mehr. Aber okay. Seht ihr jetzt sowas? Ich glaube, der Ladebildschirm ist eingefroren, weil auf OBS sehe ich einen Ladebildschirm und links sehe ich nur schwarz. Das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, aber was macht nichts, weil wir sind bei 18 Minuten, nehmen wir hier einen Cut. Bis dahin, macht's gut und ciao.